Ich freue mich riesig, dass wir da sein können. Und auch wenn Horst schon wieder abgehauen ist, wenn ich das richtig sehe, möchte ich einfach mal sagen, ich glaube, ich spreche da allen aus dem Herzen, wenn ich sage, nach dieser ganzen Zeit, wo wir alle ja im Grunde genommen im Homeoffice, in unseren Büros eingeschlossen waren, finde ich das so wohltuend und so schön, dass wir hier endlich wieder alle zusammen sein können und mal von Angesicht zu Angesicht einfach Dinge besprechen, mal ein Bierchen dabei trinken, das finde ich super. Horst, in Abwesenheit, danke. So, dieser Vortrag hat natürlich wie immer eine Geschichte. Wie man an dem Titel sieht, also der Print Day sollte irgendwann mal am Anfang, also das erste Mal stattfinden sollte, war das irgendwas mit 360 Grad Gedöne. Und ich mache mich ja immer dann ein bisschen lustig über die Titel vom Horst. Und dieser Vortrag hat sich oft verändert. Und das Einzige, was sich nicht verändert hat, war der Titel und war die Beschreibung in dem Heftchen, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß, die habe ich mal irgendwann vor anderthalb Jahren geschrieben, wie viel die jetzt eigentlich noch damit zu tun hat. Aber ich kann immerhin noch auf das Thema eingehen. Ja, also es ist jetzt nicht mehr 360 online for you 24 net, sondern wir machen heute einfach Move Beyond Scheitern. Ja, die Idee hinter diesem Vortrag ist folgende. Wenn wir Print machen wollen, dann ist es ja so, ja, wir sprechen heute hier darüber, wie mache ich denn die ganzen Prozesse und Abläufe für das ganze Printgedöne. Aber ich muss ja auch was haben, was ich überhaupt publizieren kann. Und dieses Ganze, was davor stattfindet, dass ich überhaupt mal zusammensammeln muss, was ich brauche, dass ich das gut aufbereiten muss, damit ich das auch in die verschiedenen Kanäle so ausspielen kann, das ist etwas, wo, wenn man in der Klasse, wenn man in den Projekten so schaut, da sieht man Sachen, wo man sich denkt, ja, und diese Dinge habe ich zusammengetragen. Das Schöne ist, jedes Mal, wenn es einen neuen Termin gab für den Vortrag, habe ich den Vortrag überarbeitet, weil du kannst ja, ja nee, das ist das, was du von einem halben Jahr erzählen wolltest, jetzt hast du aber irgendwas Neues gesehen. Ach, scheiße, jetzt habe ich zu viele Folien, wird wieder rausgebracht. Also was die Meta-Ebene und die Meta-Aussage dieses Vortrags ist, ist, man sollte sich auch fokussieren und nicht, wie ich das gemacht habe hier in dem Vortrag. Ja, das heißt also, was jetzt da am Ende rauskommt, ist ein Sammelsurium mit einem groben roten Faden von Dingen, die man unbedingt machen sollte, wenn man möchte, dass es scheiße wird. Ich komme im Fernsehen, darf ich Scheiße sagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, fangen wir mal an grob mit dem Thema Contentpflege. Ja, und Contentpflege, da gibt es so Dinge, das habe ich ein paar Mal gehört jetzt in den Vorträgen. Es gibt Leute, Horst hat es gerade auch gehabt, die sagen, ne, wir haben super gepflegte Produktdaten. Regelmäßig, ja, ich höre die Kommentare reinrufen, ausdrücklich erlaubt. Ja, nee, habt ihr nicht. Weil ihr glaubt das zwar, aber in dem Moment, wo die Leute anfangen, dass sie irgendwas damit tun wollen, ja, da merkt man das, okay, das ist vielleicht nicht gut. Interessanterweise haben wir, wenn wir in der Praxis mal so gucken, die Leute, die sich hinstellen und sagen so, ui, naja, ich weiß nicht, die sind vielleicht nicht scheiße, die Daten, aber wir müssen auf alle Fälle was dran machen. Das sind die Leute, die eigentlich so richtig guten Content haben, wo man natürlich was dran machen muss, weil man immer was dran machen muss. Ja, wie ein altes Haus, das nie fertig ist, ist der Content nie perfekt. Ja, aber wenn irgendeiner hier denkt, er hat wirklich super gepflegte Daten, dass der Transrapid Richtung Hölle. Ja, so, das geht gar nicht. Total beliebt, Produktdatenpflege. Ja, das können doch die Leute so, das machen die nebenher, ist gar kein Problem. Ja, nee, das macht man aber nicht. Und die meisten Leute schätzen auch völlig falsch ein, wie viel Zeit man dafür braucht. Wir reden jetzt mal nur über Produktdaten. Wir sind jetzt noch nicht bei Texten oder so einem Zeug. Wir sind bei Produktdaten. Und da haben wir ja diese Leute und die kennen sich aus und die können das ja irgendwie nebenher machen. Und so wird dann halt auch geplant. Ja? Also im Zweifelsfall wird erstmal gar nichts verschoben am Datum. Es wird einfach so weitergemacht. Ja? Das funktioniert aber nicht. Ja? Und wenn wir jetzt mal ein Praxisbeispiel nehmen, das ist ein Kunde von uns, die haben eigentlich 2,2 Millionen Artikel bei uns im PIM. Meistens sind aber Listungsartikel, das ist auch noch so ein Thema, wo wer es kennt, die Schmerzen kennt und die Tränen kennt. Ja, aber die haben 1,4 Millionen Artikel. Und wenn die verschlagworten wollen, dann sagen wir mal, okay, alles klar, wir machen so 5 bis 20 Attribute, keine Texte, kein SEO, Produktinformationen. Ja? Und jetzt sehen wir mal an, für ein Attribut brauche ich 90 Sekunden. Ja, und dann mache ich nur mal 5 Attribute. Da bin ich bei 99 Personenjahren Aufwand. Mache ich jetzt nicht so richtig nebenher. So, jetzt ist normalerweise die Stelle, wo dann jetzt hier mal einer protestieren sollte. Macht ihr aber nicht, ihr seid sehr höflich zu mir, das ist nett. Ja, das, nee, hier, wir haben schon Daten und so viel Aufwand ist das nicht und das dauert überhaupt nicht so lange. Ja, so, dann sagen wir mal, okay, machen wir 400.000 und
die Hälfte der Daten habe ich schon in der Qualität, also die Hälfte der Daten habe ich schon in der Qualität, wie sie sein muss, und ich brauche nur 60 Sekunden. Ja, dann bin ich immer noch bei 9,5 Personenjahre. Das ist was, das kann ich bewältigen, wenn ich da ein Team von ein paar Leuten stehen habe und wenn ich das entsprechend auf Schultern verteile. Dann ist das was, was man dann in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr machen kann, wenn man es vernünftig projektiert oder schneller, wenn man mehr Leute reinbringt. Da reden wir aber auch nur über Produktattribute. Und wer jetzt meckert über die 60 Sekunden, ich hatte jetzt eigentlich hier von unserem Jan Korse ein bisschen einen Protest erwartet, der sagt, also wir kalkulieren dann mit 30 Sekunden. Ja, wir kalkulieren mit 30 Sekunden, wir kalkulieren aber deswegen mit 30 Sekunden, weil wir bei Laudert ein dediziertes Content-Team machen, was den ganzen Tag nichts anderes macht und was feste Prozesse hat und das hochprofessionell auf so eine industrielle Art und Weise tut. Und deswegen schaffen wir 30 Sekunden. Das schafft aber keiner, der das neben seinem normalen Job macht. Die Leute machen das Vollzeit. Ja. Das mit der Datenpflege, das kann man ja recht günstig machen. So, da holen wir ein paar Studenten, da holen wir ein paar Schüler. Wir haben hier so Aushilfen, ja, vielleicht hat die Putzfrau einen Sohn. Ja, das ist so, da kommen so Situationen. Ich habe in so einem Meeting gesessen. Ja, Imageflip, ja, da kann man so diese Vorlagen nehmen und kann Dinge, die Kunden sagen, da reinpacken. Ja, da gab es so, okay, wir müssen, also das muss jetzt bis Ende des Jahres fertig sein, was machen wir denn jetzt? Ja, und da sagte der eine, ja, dann müssen die halt mehr arbeiten. Und der andere sagte, ja, hier, ne, wir machen Studenten, ne. Ich habe gesagt, ihr wollt vielleicht einen Plan machen. Ja. Und das ist so im Grunde genommen immer das, wo die Leute zwischen wählen können. Ja, die können sich im Grunde genommen überlegen, okay, sage ich jetzt aus irgendwelchen Gründen irgendein Datum oder plane ich das vielleicht auch? Es gibt einen Tipp, nur eine der beiden Strategien führt zum Ziel. Ich mache keine Umfrage, ich hoffe. Ja. Wenn wir über Produktdaten reden, dann reden wir im Endeffekt über drei verschiedene Sorten Informationen, jetzt mal so grob. Ja, nicht völlig reine Lehre, ja, Ira Mellerschuk ist ja auch da, und Leute, die sich auskennen. Aber im Grunde genommen redet man über Stammdaten, ja, die Dinge, die aus dem ERP kommen, man redet über technische Daten, Höhe, Länge, Breite, Gewicht. Ja, und man redet über, das ist ein sehr schöner Begriff, den ich mich bei Christian Klemann bedanken möchte, Inszenierungsdaten. Das sind alle Dinge, die ich brauche, um ein Produkt werblich zu kommunizieren. Das finde ich einen sehr schönen Begriff, den habe ich einfach dreist geklaut. So, jetzt weiß es die ganze Welt. Ja, das sind die Dinge und das unterscheidet sich ja nochmal in, habe ich Bilder, habe ich Texte. Ja, und abhängig davon, was ich betrachte, habe ich unterschiedliche Herausforderungen und unterschiedliche Möglichkeiten, das Haar zu verkacken. Ja, wenn man über Stammdaten redet, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, aber die sind meistens unkritisch. Also die fallen aus dem ERP, ne, das ist natürlich auch ein Prozess, aber das ist normalerweise ein echt gut qualitätsgesicherter Prozess in den Unternehmen. Ne, also da hat man selten Probleme und die fallen halt eh an, ne, entweder weil Sachen aus dem Product Lifecycle Management kommen. Da hat man normalerweise keine Probleme. Ja. Aber wenn man technische Daten hat, ich habe zum Thema technische Daten und Datenpflege, ich glaube, November 19 war es bei Content Surf einen Vortrag zu dem Thema gehalten und da habe ich über diese Schrauben da gesprochen. Ich weiß nicht, ob den, hat denn jemand gesehen, den Vortrag? Da hinten müssten ein paar Hände hochgehen. Ja. Technische Daten, die man hat, da gibt es ein paar verschiedene Stolperfallen. Das eine ist mal, also entweder, wenn ich eine gute Produktentwicklung habe, dann kommen die irgendwo aus der Fertigung oder die kommen aus dem Einkauf. Aber wenn nicht, dann muss das halt jemand machen und dafür brauche ich Fachwissen. Das kann ich nicht einfach so machen. Ja, aber wenn ich mir so eine Schraube angucke, da will ich jetzt nicht im Detail rausgehen, da haben wir ein lustiges Quiz gemacht ohne Filme. Ja, was ist denn das für ein Gewindetyp? Was ist das für ein Kopf? Ja, es gibt irgendwie Fräsgewinde, so und so Gewinde. Es gibt Flachköpfe, Senkköpfe, weiß ich nicht alles. Ja, allein das festzustellen anhand des Bildes. Jemand, der sich damit auskennt, kann sofort sagen, ja, das ist eine Senkkopf, keine Ahnung, Schraube, ja, Teilgewinde, weil das Gewinde nicht bis oben geht. Ja, aber der Punkt ist, was viele Leute nicht bedenken, wenn ich mich mit der Art von Produkten nicht auskenne, dann kriege ich manchmal nicht mal hin zu sagen, was ist das für ein Produkt überhaupt? Ja, da habe ich ein Quiz gemacht, was sehr unterhaltsam war. Ja, es ist völlig klar, das untere Messer hier auf dem Bild ist ein völlig anderes. Das ist nämlich ein Heizungs- und Sanitärmesser. Das sieht man ja auf den ersten Blick. Ja, ja, oder hier Schnellwechselprofi, Klapp, Taschenmesser. Also ich habe beim Taschenmesser an was anderes gedacht. Und das Sicherheitsmesser, wenn ich das einfach nur bei einer Veranstaltung so ein Sicherheitsmesser auf die Folie schmeißen würde, kommentarlos, ja, da weiß kein Prozent der Leute, was das überhaupt ist. Ja, außer die verkaufen das Zeug zufällig. Ja. Und das finde ich den schönsten,
weil das sind alles Sicherheitsmesser, bis auf das eine, wo völlig offensichtlich ist, dass das ja ganz klar ein Universalmesser ist. Also schon das da, schon überhaupt zu sagen, was ist das, ist unter Umständen überhaupt nicht trivial. Ja? Und wenn man möchte, dass das auf jeden Fall in die Hose geht, dann kann man das gerne mit Schülern und Studenten machen. Das wird total cool. Ja, da bekommt man die besten Produktdaten. Ja. Aha, da hinten wird fotografiert, ich warte kurz das Foto ab. Wenn man über Inszenierungsdaten redet, das ist was total Vielfältiges, weil das zum einen ja Text und Bild beinhaltet, ja, und weil das zum anderen auch so ist, selbst wenn ich mal nur über Fotografie rede, ja, dann gibt's ja die klassische E-Commerce-Fotografie, dann gibt es aber auch Kreativfotografie oder Ambiente-Fotografie. Schon das muss ich unterschiedlich briefen, das sind unterschiedliche Prozesse, wie das entsteht, das sind andere Leute, die das angucken und schön finden oder nicht schön finden. Ja, für die Texte ist es genau das Gleiche, da habe ich die technischen Texte, die natürlich irgendwie auf sachliche Richtigkeit geprüft werden müssen, dann gibt es die Texte, die eher werblich sind. Wie werblich will ich denn werden? Auch das müssen beide angucken. Ja. Und wenn wir so, und dann hat man ja vielleicht noch Horst eben auch drüber gesprochen, kontext- oder kanalspezifische Texte. Da gibt es eine Sache, die ich letzte oder vorletzte Woche erst hatte, die nicht stirbt, egal wie oft man da mit dem Baseballschläger irgendwie draufhaut. Ja, kanalspezifische Texte. Also wir können nicht für jeden Katalog denselben Text nehmen. Natürlich gehen wir jedes Mal hin und auf jeder einzelnen Seite, weil das Layout ist doch jedes Mal anders und da muss man ja die Texte anders machen. So, echt jetzt. Also es ist natürlich klar, wenn man einen gestalterischen Anspruch hat, dann möchte man, dass das schön ist. Ich verstehe das. Ich bin gelernter Mediengestalter und so. Ja. Ich verstehe das. Aber In der Grafik da ist ein Hinweis versteckt, ne? Da ist eine Datenbank drauf, da ist nicht jemand drauf, der mit dem Mund kalligrafiefedermäßig einen Text malt. Das hat einen Grund. Ja, man möchte das nicht. Ja, wenn ich möchte, dass ich irgendwann mal Geschwindigkeit aufnehme, wenn ich möchte, dass irgendwann mal nicht 60 Leute an einer verdammten Seite arbeiten müssen, weil der muss das schön finden und der muss das machen und der kürzt den Text, dann guckt der den an, dann übersetzt er den, dann guckt er die Übersetzung. Nein, nein, nein. Nein. Ihr merkt, das ist ein Herzensthema. Ja. Bildverschlagwortung, das kann ich doch hier so mit so Studenten, das geht doch super. Das ist das Datenmodell für Bilder live von einem unserer Kunden. Und das ist kein schlechtes. Kann man das ein bisschen lesen? Es ist unscharf. Ne? Also es gibt Inhaltstypen, es gibt Shot-Typen. Und es gibt eine Ansicht. Und da sind so viele schöne Dinge. Also das ist ein verhältnismäßig gutes. Man versucht ja die Leute immer auch zu beraten. Das geht ja immer so je nachdem. Also ne, das war eigentlich ganz gut. Aber selbst hier sind Sachen drin. Also es gibt eine Skizze, eine Zeichnung und noch irgendwas. Also es gibt drei Dinge, die das Gleiche bedeuten. Dann hat man da sowas drin wie Freisteller. Aber das ist ein einwertiges Attribut. Ich kann nur eins davon wählen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, das ist ein Freisteller, kann ich gar keine andere Aussage mehr treffen. Ich habe das bloß 20 Mal ungefähr gesagt. Dann ist da noch so Video und Text dabei. Das ist keine Verschlagwortung, das ist ein Medientyp. Ja? Das kann man vernünftig verschlagworten. Ne? Das wird bei uns im Content-Team verschlagwortet, das wird super gemacht, auch so, dass das nützlich ist und die sind auch wirklich gut gemacht. Aber auch die Ansichten. Was ist denn... Also jemand, der frisch anfängt zu verschlagworten. Bin ich jetzt von links oder bin ich jetzt von rechts? Damit geht es schon los. Ja? Und dann haben wir hier so Sachen wie leicht seitlich links. Aber es gibt nicht leicht seitlich von oben. Hinweis, das Wort leicht ist vielleicht nicht besonders oft verwendet, in dem was da verschlagwortet wird, weil es halt auch einfach nicht nützlich ist. Ja? Also man muss das können, man muss sich Gedanken darüber machen, was man da machen will. Ja, also man kann natürlich dafür auch wirklich Schüler und Studenten nehmen, die muss man aber vernünftig schulen. Und wenn man das nicht macht, dann kriegt man halt Scheiße. Ja, dann, jetzt habe ich wieder, ach, das ist Gefluche. Ja, ja, ja. Auch schön, Kersten Wirth hat gestern super Vortrag auch zu den KI-Themen gehalten, der mir sehr gut gefallen hat. Aber was man oft hört, nee, Verschlagwortung, das machen wir gar nicht mehr selber, weil dafür gibt es ja KI. Das Problem ist, das ist ja keine Zauberei. Ja, also KI ist ja nicht intelligent. Das ist ja das, was viele Leute missverstehen, weil der Begriff so irreführend ist. Wir reden da über tiefes Lernen oder über Maschinenlernen. Das ist im Grunde eine Mustererkennung.
Ja, das heißt also, abhängig davon, was ich machen will, kann das super sein oder nicht so super. Also wenn ich zum Beispiel so eine Sache nehme wie Google Vision, das ist super, um mir zu sagen, das ist ein Bild von einem Baum, darunter ist ein Paar und der Mann lächelt, ist fröhlicher Stimmung und hat einen Bart. Das ist super. Wenn man dann hingeht und packt das in so eine Taxonomie rein, also in so eine hierarchisch geordnete Struktur von Wörtern, dann ist es richtig geil, weil dann kann ich sehen, ich habe hier ein Foto von der Golden Gate Bridge, der erkennt, es ist die Golden Gate Bridge und weil die in so einer Hierarchie drin ist, weiß ich auch, hier, das ist San Francisco, das ist USA, das ist Nordamerika. Ja, und das heißt, wenn ich dann nach Nordamerika suche oder nach San Francisco, dann kriege ich das Bild, obwohl das Bild selber gar nicht damit verschlagwortet ist. Und wenn man solche Sachen tut, dafür ist KI super. Ja, wofür KI auch super ist, wofür KI auch super ist, ist auf der übernächsten Folie. Also die Einsatz, also wenn man über Produktbilder redet, viele Kunden haben die Vorstellung, das ist ja alles ganz super, weil KI kann ja alles erkennen. Und wenn ich jetzt neue Produkte habe, dann muss ich die nur fotografieren und dann schmeiße ich die auf eine KI. Und die KI weiß dann, welches Produkt das ist und weist die automatisch zu. Ja, klar. Eine KI kann Muster erkennen, die sie schon mal gesehen hat. Das sind neue Produkte, da ist ein Hinweis versteckt. Also die KI kann erkennen, da ist eine Bohrmaschine. Aber ob das die neue Bohrmaschine mit Links-Rechts-Gewinde ist oder ob das die mit der Schlagfunktion ist oder welche ERN die hat, das kann die nicht erkennen. Wie soll die das machen? Das geht schlicht und einfach nicht, prinzipbedingt. Weil die kennt das Produkt noch nicht, da beißt der Hund sich in den Schwanz. Ja? Was super funktioniert, ist zum Beispiel Maskenfreisteller. Der Ingo Eichel hat es gestern auch gezeigt im Adobe-Vortrag. Aber auch da ist es ja so, Diese KIs sind ja auch nur gut für das Trainingsmaterial. Ja, man muss da, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Kunden, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt eine eigene KI gemacht und boah, wir haben die mit 30.000 Bildern, haben wir die trainiert. Und dann habe ich geguckt, habe wirklich versucht, ganz ernst zu bleiben, ist mir auch gelungen, habe gesagt, 30.000 Bilder. Und habe mir gedacht, also wir haben, glaube ich, 800.000 draufgeworfen auf unsere und finden es, also es ist schon sehr gut, aber es ist jetzt noch nicht perfekt. Ja. Also man muss trainieren, das dauert, man braucht Hardware dafür, das unterschätzen die Leute völlig. Und wenn ich eine externe KI mache, dann gebe ich halt im Grunde genommen das, was ich für mich selber als USP oder Beschleunigung haben will, gebe ich raus. Kann man auch so machen, heißt aber halt, dass man es halt rausgibt. Ja. Wenn das für einen okay ist und es kann völlig okay sein, dann ist es gut. Ja. Aber letzten Endes, wann immer man anfängt, Dinge mit KI zu tun, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss am Anfang gucken, ob das, was da hinten rausfällt, gut ist. Ja, ich muss eine KI halt auch dann auf meine Daten, selbst wenn ich eine KI habe, die Kleider oder irgendwelche Mode super freistellen kann, muss ich immer noch kontrollieren, kann die auch meine Mode freistellen. Also zumindest am Anfang, ja, in der Onboarding-Phase muss ich mal gucken, ist das so in Ordnung. Ja, und ganz generell ist es halt so, also wenn man KI wenn man möchte, dass das den geringstmöglichen Nutzen hat, dann sollte man einfach irgendwelche KI-Produkte mal reinwerfen, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, was die machen sollen. Ja, dann ist es super, dann kann man es perfekt verkacken. Wo wir bei so Bildern sind und Freistellern, Bildbeschaffung ist ja auch so ein Thema, weil was man machen kann, ja, ich habe jetzt keine Produktbilder, wie kriege ich die? Da habe ich schon öfter gehört, gerade so von Industriefertigern, das Ding, ja, wir haben nicht so viele Produktbilder, die schießen wir mal kurz in-house. Das ist überhaupt kein Scheitern, im Gegenteil, das ist ein cleverer Gedanke, man muss sich halt überlegen, was das bedeutet. Ja, weil, wenn ich selber fotografieren will, dann muss ich dafür Platz haben und ich muss nicht nur irgendwie das Set haben, wo ich das fotografiere, ich muss auch einen Platz haben, wo ich die Ware, die ich fotografieren will, lassen kann, wo ich die aufbereiten kann für das Shooting, weil ich kann die Sachen nicht so, wie die sind, einfach nehmen. Ja, wenn ich irgendwelche Kleidung habe, dann muss ich die ausstopfen oder legen oder sonst irgendetwas machen, ja, oder ich habe Modellogistik. Also ich brauche den Raum, ich brauche Equipment. Ich brauche jemanden, der das Equipment auch bedienen kann. Wenn da jemand ist, der sagt, ja hier, ich habe mir hier privat auf eBay die beste Spiegelreflexkamera gekauft, das heißt nicht, dass der fotografieren kann. Das heißt auch nicht, dass der Fotos machen kann in der Qualität, die man braucht. Ja, so kannst du. Ja, wir kennen das. Das ist nur dann billig, wenn es scheißegal ist, wie es aussieht. Sonst ist das nicht billig. Ja. Und wenn man sich überlegt, was heißt denn Fotografie überhaupt? Ja, wir sind jetzt nicht hier, um Software zu verkaufen, aber wir haben natürlich, weil wir selber auch mit große Studios haben, ja, mit die größten in Deutschland, das ist das, was man tun muss. Ja, also wir gehen nicht hin und erzählen Leute, hier ist dieser sehr einfache 10-schrittige Prozess, weil man davon welche weglassen kann. Sondern das führt natürlich gerne zu Gelächter, weil man sagt, das ist ein ganz einfacher Prozess, nur 10 Schritte. Aber da kommt man nicht drunter. Ja, man muss irgendwann irgendwo erfassen, das ist die Ware, die ich schießen will. Dann muss man die dahin schaffen.
Ja, man muss sagen, die ist jetzt da, muss sie das Studio schieben. Ja, man muss dann gucken, was muss ich überhaupt schießen? Ja, was muss ich retuschieren? Wo ist das ganze Zeug? Ja, dann muss ich hinterher gucken, okay, welche Bilder will ich nehmen? Ich muss eine Bildauswahl machen, ich muss eine Bildfreigabe machen. Das muss ich alles tun. Und am Ende muss ich die vielleicht noch in 10, 15 verschiedene Formate rechnen. Das muss ich irgendwie bewältigen. Das macht nicht einer, der eigentlich sonst Sachbearbeiter-Einkauf ist, irgendwie nebenher mit einer Spiegelreflex. Das funktioniert nicht. Das ist der beste Weg zu scheitern, das zu unterschätzen. Ja? Macht aber trotzdem Sinn, das zu tun, wenn es Sinn macht. Das klingt bescheuert, aber... Also klar, man hat so einen Grundaufwand, aber wenn man eine bestimmte Menge von Fotos hat, die man immer machen muss sowieso, dann kann sich das durchaus lohnen, weil man natürlich die maximale Kontrolle darüber hat, wie das Ganze auszusehen hat. Lohnt sich das, das intern zu machen? Und dann sollte man das auch machen. Aber wenn man so saisonale Ware hat oder aber man hat so Produktentwicklungszyklen, die dazu führen, dass man einfach nur so ab und zu Zeug hat, dann sollte man sich das wirklich knicken, weil dafür sind die Kosten zu hoch. Ja, interessanterweise, wir haben uns gestern unterhalten, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Interessant ist, dass heute Kunden ganz häufig kommen und sich beraten lassen, um genau solche Themen einfach mal zu beleuchten. Und das ist nämlich genau dann auch, ja, das ist billiger als ein Studio zu bauen, was hinterher nicht ans Fliegen kommt. Das ist kein Scheitern. Wenn man das sagt, das ist ein völlig legitimer Ansatz, wie man sich Bilder beschafft. Ja, das Problem ist, die muss man halt beschaffen. Ja, das heißt, die Lieferanten, so, die haben in der Regel Dinge und die stellen die auch gerne bereit und die freuen sich, wenn sie ihre eigenen Bilder da loswerden können. Das ist alles super. Ja, aber man muss ja hinter denen herlaufen. Ich weiß nicht, wer es gestern in seinem Vortrag gesagt hat. Die Unternehmen denken nicht daran, dass es bestimmte Abnehmer auch gibt für die Fotos, die man selber schießt, als Hersteller. Ja, also die Hersteller denken normalerweise nicht daran, wenn sie Kooperationen schließen, dass sie von sich aus die Bilder andienen. Das machen die nicht. Da denken die nicht dran. Ja, das heißt, jemand muss die besorgen. Dafür brauche ich Personal. Immer wenn jemand was machen muss, muss ich halt jemanden haben. Ja? Dann ist auch die Qualität dessen, was man da geliefert kriegt, ist halt wirklich grob unterschiedlich. Ja? Und wenn wir jetzt nur technisch machen, ja, jetzt ist das nur mal technisch an, da gibt es Lieferanten, die liefern halt so 500x500 oder 1000x1000 Pixel Dinger. Wenn ich ein Retina-Display habe, dann reichen die nicht mal, um vernünftig reinzuzoomen. Die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Ja, der erste Impuls von Kunden ist immer, ja, nee, also wenn die Qualität nicht reicht, dann können wir die nicht nehmen. Ja, aber was jetzt besser? Kein Bild oder ein schlechtes Bild? Das muss man sich dann, in dem Moment überlegen. Ja, und die meisten sagen dann, ja, dann rufe ich nochmal beim Lieferanten an und dann soll der mir die besser schicken. Der Lieferant hat auch keine Langeweile. Der schickt nicht erstmal Mist und denkt sich dann auch mal gucken, ob die das merken. Nee, der schickt das, was er hat. Und das, was er schickt, ist das, was er hat. Also das nutzt nichts. Ja, und in dem Moment habe ich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ja komm, dann nehme ich halt die Bilder. Oder ich kann sagen, dann lasse ich halt nochmal fotografieren oder ich fotografiere nochmal selber. Manchmal wird es auch beides hintereinander gemacht. Im Zweifel merkt man, dass die Haltung gegenüber zu kleinen Bildern doch nicht so hart ist, wenn man feststellt, dass die meisten nur irgendwie so 1500 mal 1500 liefern. Dann ist plötzlich 6000 mal 6000 nicht mehr der Standard. Und da haben wir jetzt nur über Technik geredet. Es geht aber ja auch darum, wie möchte ich denn die Produkte überhaupt präsentieren? Also wenn ich in den Online-Shop gucke, ja, und habe da die Kachelansicht, ja, die Leuchttischansicht, in der ich die Produkte nebeneinander sehe, ja, und da habe ich vielleicht, weil ich nach Bohrmaschinen gesucht habe, habe ich vielleicht von 10 verschiedenen Herstellern da irgendwelche Bohrmaschinen und jeder von denen fotografiert in leicht anderen Winkeln und jeder von denen hat leicht andere Formate. Das kann man harmonisieren, indem man die Dinge auf beschnittenes Format, sodass man die alle ungefähr gleich skaliert. Das kriegt man alles hin, aber auch schon so Sachen wie, wie möchte ich denn ein Produkt überhaupt inszenieren? Möchte ich bei Kleidung ein Model von vorne, ein Model von hinten, ein Detail und ich möchte noch Leger für die Farben? Das liefert der Hersteller nicht. Da muss ich mir dann sowieso Gedanken machen. Das heißt, auch die Inszenierung selber ist eine Geschichte, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und das muss ja irgendjemand machen. Ja? Und deswegen ist das so, ich muss die Bilder besorgen und ich muss sie technisch beurteilen und ich muss sie inhaltlich beurteilen. Und wenn man das richtig daneben hauen will, dann muss man das, so irgendwelche Leute, die machen doch eh schon irgendwas mit Content, die können das nebenher mitmachen. Das ist super. Weil die machen nämlich dann genau das. Die beschaffen das, die haben ja auch keine Zeit dafür. Ja, die beschaffen das Zeug, die kippen das ins System und sagen, okay, fertig, jetzt kann ich wieder meine Arbeit machen. Ja, und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, immer was man machen kann. Also wir haben Kunden,
die immer 25 ziehen. Ja? Und wenn man dann feststellt, die Qualität ist nicht so, wie man das möchte, dann kann man da ja auch auf verschiedene Arten und Weisen darauf reagieren. Wir haben auch Kunden gehabt, die gesagt haben, nee, also ich kann die Bilder nicht kontrollieren, also kontrolliere ich die gar nicht. Und warum sieht denn jetzt der Shop so komisch aus? Ja, weiß ich auch nicht. Da sieht man auch so Dinge, ja, echte Screenshots aus unserem Prozesssystem. Dieser Screenshot erzählt eine Geschichte. Ja. Da hat jemand einen TIFF, das war also offensichtlich irgendwann mal ein TIFF, dann hat jemand da .jpeg dran geschrieben, weil wir ja alle wissen, dass sich magisch dadurch das Format ändert. Ja. Und unser Bildprüfungsprozess hat dann festgestellt, weil ich liebe den Kunden tatsächlich aufrichtig, weil der mir wirklich die Grenzen dessen aufgezeigt hat, woran ich denke, was man alles daneben hauen kann. Die Daten sind tatsächlich aber PNG. Ja. So schön. Ja. Oder auch hier so, wo kommen denn Bilder her? Das ist ein Ausschnitt aus einem Original-Kundendiagramm. Ja, es ist ausgeblurrt, um die Unschuldigen zu schützen. Ja, nur mal ne? Manchmal bekomme ich Bilder, ob die selber noch woanders welche, weiß ich nicht. Ob und wo Bilder gesichert werden, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, von wo sie die Bilder holen, ob von der Bilderplatte oder von der Cloud. Ah, die Cloud. Bilderplatte. Hand hoch. Wer hat schon mit Bilderplatten gearbeitet? In welchem Jahrzehnt war das? Bei wem ist das weniger als 10 Jahre her? Okay, das tut mir wirklich leid. Also wir kriegen dann halt so Dinge, die man standardmäßig kriegt, sind so JPEGs mit CMYK-Farbraum, weil Photoshop kann das, also muss das ja in Ordnung sein. Ja. Ich habe einen PNG gehabt, da ist mir irgendein Konvertierungsprozess hingefallen, habe ich mir das angeguckt. Und habe gesehen, nee, das ist 1500 mal 2000 Pixel mit 120 MB. Ja. Und mein Lieblingsding war ein PNG, da waren Druckfarbprofile drin. Und zwar nicht aktuelle, sondern welche, die seit 2006 obsolet sind. Oder die, wie bei Dotgain, für so Tiefdruck, grobe Raster und sowas gedacht sind. Natürlich waren das RGB-Daten. Und das ist PNG. Da weiß ja jeder, das heißt Printing-Grafik. Oder vielleicht doch Portable Network. Ja. Ein bisschen ernst müssen wir an der Stelle aber werden, weil das hat natürlich eine Ursache, dass solche Dinge da hochgeladen werden, dass solche Sachen passieren. Und diese Screenshots, die wir da sehen, erzählen eine Geschichte, über die man erst lacht und dann nachdenkt. Da hat jemand über einen qualitätsgesicherten Prozess ein Bildpaket reingekippt und dieses Bildpaket, da war die Voraussetzung, also da müssen die Bilder drin sein und dann kann optional eine Excel-Tabelle drin sein, wo immer drin steht Bildname ERN oder mehrere ERNs. Und wenn da keine Bilder drin sind oder die Excel-Tabelle total kaputt ist oder sonst irgendetwas, also es gibt da eine ganz klare Anleitung, die auch nicht lang ist, hier hat jemand einen ganzen Arbeitstag lang mit kleinen Pausen dasselbe Paket alle 2-3 Minuten wieder hochgeladen, weil das ist ja nicht genommen worden. Und das ist tragisch. Ja, wenn man sich das anguckt, ich habe genau so reagiert und habe mir gedacht, ja, Digga, Computer sind stur. Du kannst das, also ja, die Definition von Wahnsinn ist ja dasselbe immer wieder zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist ja die Definition von Wahnsinn. Ja, aber jemand, der sowas tut, steht unter unglaublichem Druck. Die Leute, die Bilder hochladen, manchmal möchte man die, aber das ist ja dann auch wieder, manchmal möchte man die in den Arm nehmen, ja, weil man sieht, das sind Leute, die machen den Job von 2, 3 oder mehr Leuten. Und das ist völlig klar, dass da sowas rauskommt, weil die Person hat jetzt ja nicht gesessen und gewartet, ob es reingeht, sondern die hat wahrscheinlich den Shop offen gehabt, hat das da reingeworfen, hat 2 Minuten gewartet, hat gesehen, ist immer noch nicht da und hat es wieder hochgeladen. Ja? Das heißt, ich möchte wirklich appellieren, wenn hier in der Runde jemand Personal hat, was sowas tut und die sind am Meckern, dass sie so viel zu tun haben oder auch je nach Naturell, die werden still, dann gucken Sie bitte hin, ob Sie da nicht gerade jemand Richtung Burnout treiben. Weil das soll nicht passieren. Das ist nur ganz kurzlustig. Das war der ernste Teil des Vortrages. Ist mir aber tatsächlich ein Herzensanliegen. Ja.
Duplikate. Was natürlich passiert, es werden ja auch dann Bilder hochgeladen. Also jemand hat gesehen, die Bilder sind nicht da, geht nochmal zum Lieferanten, holt die nochmal, gibt dieselben Bilder nochmal rein. In der Hoffnung, dass die zwei, die beim ersten Mal nicht dabei waren, jetzt aus magischen Gründen irgendwie dabei sind. Wie gesagt, die Leute sind nicht blöd, nicht faul, die sind überlastet. Ja. Und dann sagen die Leute immer sowas wie, ja, hier so Duplikate ist ja gar kein Problem. Wir wissen ja, was wir schon im System haben. Dann filtern wir die halt direkt beim Import raus. Ja, wir schmeißen die einfach direkt beiseite. Das ist eine total super Idee, weil man muss sich ja erstmal Gedanken machen. Erstens, was ist denn ein Duplikat? Ja, wenn ich über die tatsächlich byte identische Datei rede, die kriege ich natürlich super einfach raus und super schnell raus, ist gar kein Problem. Aber schon, wenn ich nur als Teil eines automatisierten Prozesses ein Bild aufmache, ein paar Metadaten reinschreibe und das wieder weglege, dann ist der Hash von der Datei ja ein anderer und dann ist die nicht mehr identisch. Dann muss ich schon anfangen, Pixeldinger irgendwie anzugucken. Und wenn ich jetzt dasselbe Bild aber in drei Größen da habe, dann sehe ich als Mensch sofort, okay, das ist das gleiche Bild, aber das ist aber eben nicht das, kein Duplikat. Ja, das heißt, eigentlich möchte man mit einer KI oder mit einem Hashing-Verfahren oder auf irgendeine Art gucken, sind die sich sehr ähnlich? Ja, und dann kommen solche Dinge raus. Ja, die oberen Bilder, das ist zweimal das gleiche Bild, wie man ja offensichtlich sieht, aber das eine ist sehr viel größer als das andere. Ist bei uns, wir benutzen dafür zum Beispiel in dem Fall ein Perceptive Hash-Verfahren, weil das einfach von der Rechenzeit her vernünftig ist, ja, finden wir sofort raus. Aber jedes Verfahren, egal ob KI oder Hashing, hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn ich Dinge habe, die sich wirklich sehr ähnlich sind, hier wie die Diagramme, und das können wir eigentlich, wie groß ist das? Schade, dass das so unscharf ist. Die unterscheiden sich, ja, man sieht, sieht man den Punkt, ja. Die unterscheiden sich hier, weil hier steht eine 4 und da steht eine 3 und hier sind zwei Ziffern anders. Hier auf dem Bildschirm kann man das sehen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr ähnlich, aber für den Menschen ist sofort klar, okay, das ist echt nicht dasselbe Bild. Ja, das heißt, so eine Sache wie Duplikatserkennung muss man in einem qualitätsgesicherten Prozess machen und dann muss am Ende des Tages einmal jemand kurz drauf gucken. Das ist was, das kann man total schnell machen. Das können Schüler und Studenten oder ein Dienstleister. Ja, also da geht das dann und dann kriegt man das raus. Ja, was aber eine total bescheuerte Idee ist, ist jegliche Art von Prozess, wo ich Dinge reinnehme und die am besten noch ohne Meldung wegschmeiße. Weil was passiert dann? Also ich blätter jetzt nicht zurück, aber dann kriegt man so einen FTP-Server, wo dasselbe Zeug hochgeladen wird, weil es nicht ankommt. Ja? Und ich muss die Taste zurückgeben, wenn ich die Phrase nochmal benutze. Aber also das ist dann einfach ein Scheißprozess. Das macht man einfach nicht. Prozesse, in denen Daten verloren gehen, sind nicht robust. Wo wir von Prozessen reden, ja, also Prozesse sind ja so eine Sache. Ich habe eben das schon mal einen Ausschnitt davon gehabt. Das ist ein Original Bildbeschaffungsprozess von einem Kunden. Und ich habe diesen Prozess ein bisschen zusammengefasst, weil man den schlecht lesen kann. Ich habe da so ein Diagramm draus gemacht. Hallo? Ah! Ja, ich habe ein Diagramm da draus gemacht. Das finde ich nicht schön. Der ärgert mich. Machen wir nochmal. So, also ich habe den in einem Diagramm zusammengefasst. Das ist der Prozess, wie er aussah. Das ist viel leichter verständlich als das, was wir davor gesehen haben. Aber das ist eine Darstellung desselben Prozesses. Ja. Und bei Prozessen wird ja häufig dann über Abläufe geredet. Und Abläufe sind auch wichtig und so weiter. Wo aber selten drauf geguckt wird, ist das Thema Verantwortung. Wer hat denn eigentlich für irgendwas den Hut auf? Weil das ist in Prozessen genauso wichtig wie eine Reihenfolge oder Parallelität von Dingen, die passieren. Ja. Weil wenn ich die Sache mit dem Content, wenn ich die wirklich Scheiße machen will, dann habe ich dafür zwei wunderbare, praxiserprobte Möglichkeiten. Entweder ist keiner dafür wirklich so verantwortlich, oder aber, weil das ja so in einem Unternehmen gewachsen ist, weil wir machen jetzt auch Print und wer findet denn jetzt die Seiten schön, ach der Einkauf, bekommt man so Verantwortlichkeiten, die eigentlich überhaupt nicht stimmen, weil die überhaupt nicht der Kernkompetenz der Leute folgen. Ja, das heißt, da passieren dann solche Dinge. Ja, also das ist eigentlich ja gar nicht so kompliziert. Die Leute, die eine bestimmte Kompetenz haben, sollten auch die sein, die den Hut aufhaben. Also wenn es darum geht, was ist denn mit den technischen Daten und was ist mit der sachlichen Richtigkeit der Texte, dann macht das der Einkauf oder das macht der Fachbereich oder der Produktmanager oder wie auch immer das Unternehmen aufgestellt ist. Der Ahnung von den Produkten hat, beurteilt das, nicht das Marketing. Ja? Aber wenn es darum geht, sind die Texte schön, sind die werblich, das ist das Marketing. Und wenn man dann in so Bereiche reinkommt, wo wir über Print reden, ja, weil wir sind ja auf dem Printer, ich muss ja auch mal über Print reden, so, dann gibt es ja so diesen Ansatz, ja, nee, aber ne, pff, das haben wir immer schon so gemacht, wa?
Ja, und da hat man dann halt genau solchen Sachen, dass das halt irgendwie gewachsen ist. Und dann führt das dann dazu, dass man irgendwann so Prozesse hat, wo der Einkauf das Design am Ende abnimmt. Also der Einkauf verplant nicht nur, sondern der sagt genau, wie es aussehen soll. Und hier muss der Störer größer und da muss es ein bisschen weiter nach links. Und da muss. Also das ist ja dann in der Praxis einfach so. Aber das ist ja total misguided, wie auch immer man das auf Deutsch sagt. Ja, das ist ja eigentlich total falsch. Und wenn das so ist, oder andersrum, ich habe auch erlebt, dass das Marketing eigentlich die ganzen Broschüren und so weiter designt hat. Ja, und im Endeffekt auch gar nicht mehr den Einkauf gefragt hat, welche Produkte gehen denn gerade gut. Ja. Ein bisschen reinblasen. Ja, und da muss man einfach sagen, okay, ich muss mir das mal angucken. Es gibt da im Grunde genommen die drei Aspekte. Ja, erstens, was kommt denn überhaupt rein? Das liegt natürlich ganz klar beim Einkauf oder beim Produktmanagement. Dann gibt es die Frage, wenn ich jetzt so die Strecken, also die Themen der Seiten verplane, das machen die dann mit Marketing zusammen. Ne, auch das völlig klar. Und wenn es aber darum geht, wie sieht denn das Ganze aus? Hier ist das Ende der Verantwortung des Einkaufs. Ja, weil der Einkauf ist einfach nicht in der Regel qualifiziert dafür, das zu entscheiden. Und das ist dann einfach ein schlechter Prozess. Ja. Das ist kein Duplikat. Da steht was anderes. Es ist schon klar, Printprozesse sollen schnell sein. Und natürlich fängt man schon an, grob zu gestalten und so weiter, während die Produkte gerade erst, während der Content erst entsteht. Das ist völlig normal, weil man will ja nicht, wenn man 1,4 Millionen Produkte hat, die alle erstmal betexten und alle erstmal Bildern versehen, sondern die man braucht. Und das ist normal, dass das so passiert. Ja, man muss da nur einfach aufpassen. Also wenn ich da wirklich richtig Zeit verlieren will, richtig Geld verbrennen möchte, dann muss ich nur einfach mal anfangen, das zu machen, während noch nicht mal wirklich richtig fest ist, was für Produkte da rein sollen. Auch das ein Lieblingsthema von mir. Wie kann ich denn hier so hier dem Peter sagen, der soll das Bild machen? Gar nicht. Weil wir reden hier, es gibt gute und schlechte Kommunikation im Projekt. Wie ist denn hier der Status? Das muss wirklich einen grausamen, langen, qualvollen Tod sterben, weil das ist schlechte Kommunikation, die niemand braucht. Wir sind im dritten Jahrtausend. Wir haben Systeme. Systeme zeigen das an. Wenn ich das wissen will, dann habe ich ein schönes Dashboard als Entscheider, wenn ich mich nicht weigere, das anzugucken und kann immer genau wissen, was da los ist. Ja? Und ja, wenn ich mir das angucke, ich habe ein großes System, das ist so ein Ausschnitt aus einem bestehenden Kundendashboard. Im Zweifelsfall habe ich Leute, da sind wir wieder bei Verantwortung, im Zweifelsfall habe ich ein Team von Leuten, die sind dafür zuständig, die Bilder zu sichten. Ja, und wenn einer davon die Schrauben macht und der andere macht die Bohrmaschinen und der dritte macht die Saunahütten, ja, dann weiß ich ja schon vom Reinkommen her, weil die sind der Artikeln zugewiesen, dann definiere ich eine Suche, ja, zeige mir bitte alle unbearbeiteten Bilder, ja, im Bereich 37 und dann habe ich hier eine Kachel und dann sehe ich hier, oh, da sind 1200 Bilder und die muss ich bearbeiten, dann drücke ich da drauf und das ist meine To-Do-Liste. Bin ich fertig, muss kein Mensch dran rumklicken. Drittes Jahrtausend, herzlich willkommen. Ja, das sortiere ich dann noch so nach, welche sind denn die Ältesten, weil die will ich zuerst. Da ist der klassische Einwand, ja, aber ich will jetzt das eine Bild, das muss jetzt aber unbedingt vorher, weil das brauchen wir. Klar, das kommt vor. Ich brauche manchmal ein Bild vorher. Ja, dann nehme ich halt ein Prioritätenfeld mit rein und wenn ich möchte, dass ein Bild vorgezogen wird, dann schreibe ich in die Priorität was rein. Höhere Priorität ist mehr. Das muss man nicht mal so stark formalisieren. Muss man aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann 1 Million eintragen. Da muss man ein bisschen edukativ muss man da tätig werden, aber ansonsten geht das. Ja, und dann nehme ich das halt mit als Sortierkriterium, dann muss ich immer noch keine Aufgaben verteilen. Und ich muss nicht telefonieren und fragen, sondern das funktioniert von selber. Und wenn ich dann aber feststelle, dass da Leute sitzen, die ständig an den Nummern rumdrehen und die ständig irgendwas machen, dann muss ich mich fragen, habe ich verstanden wirklich, was ich da tue oder ist an dem Prozess alles in Ordnung? Weil wenn eine Last da ist, also wenn wirklich eine große Menge Dinge in einem Team bearbeitet werden müssen, dann ist das der Weg, wie man das tut. Und wenn ich feststelle, dass ich ständig manuell, ja, weil ich muss ja die Kontrolle haben, ich will genau, dass die Janine das macht und das soll die Petra machen und das soll aber bitte der Günther machen, ja, dann, also wir sind doch keine Verwaltungsfachangestellten. Ja, wenn ich einfach nur versuche, Kontrolle auszuüben und eine Hierarchie auszudrücken, dadurch, dass ich Aufgaben formuliere, ja, ja, und wenn der Peter dann krank ist, ja, dann muss ich das irgendwie feststellen, dass der krank ist, weil das Zeug bleibt ja dann liegen, weil ist ja dem Peter zugewiesen. Das ist ja nicht in dem Pool, wo das Team sich eh bedient. Dann muss das jemand feststellen, dann muss der die Aufgabe nehmen, dann muss er die Aufgabe umhängen. Am besten, weil wir so digital sind, ruft er den noch an und sagt Bescheid, hör mal, ich habe dir eine Aufgabe. Hast du die Aufgabe gesehen? Das ist scheiße, das macht man so nicht. Wenn man über Prozessoptimierung redet, ja, wen habe ich schon mal mit diesem Chart gequält?
Ja, zeigen nur Laudert-Leute auf. Ja, gut. Dieses Chart zeigt etwas sehr, sehr Wichtiges. Da habe ich nämlich oben in den Zeilen, also das zeigt an, wie viel Zeit kann ich mit der Optimierung eines Vorganges verbringen, gerechnet über 5 Jahre, bevor ich mehr Zeit damit zubringe, den Vorgang zu optimieren, als ich an Zeit einspare. Ja, also wenn wir da mal so links unten in die Ecke gucken, eine Sache, die ich 50 Mal am Tag mache, okay, 30 Minuten kann ich nicht ein, weil der Tag hat nicht 50 mal 30 Minuten. Ja. Aber wenn man so Dinge sagt, ja, also wenn es eine Sache gibt und die mache ich einmal in der Woche und da spare ich 30 Sekunden, auf 5 Jahre betrachtet, darf ich mich damit nur 2 Stunden beschäftigen. Das sind alle Personentage, ne? alle Personenstunden. Also wenn 2 Leute darüber reden, dann kann ich mich noch 1 Stunde damit beschäftigen. Man muss nicht vergessen, man muss ja die Zeit übrigens auch rechnen, die man braucht, um das in den Chart nachzuschlagen. Und man muss auch die Zeit mit reinrechnen, die man dafür verwendet, zu gucken, ob das wirklich richtig ausgerechnet ist. Ja, muss man mit reinrechnen. Ja, das heißt aber, ja, es gibt, bei uns in der Familie gibt es immer so einen Spruch, in Köln steht ein Denkmal. Ja, das kam man mit, da hat sich einer totgemischt beim Kartenspielen. Ja, aber in Köln steht auch ein Denkmal, da hat sich mal einer zu Tode optimiert. Es ist total richtig, dass man hinterfragt, was man macht, aber man sollte nicht mehr Zeit damit verbringen, zu optimieren, als man damit verbringt, eigentlich die Sache überhaupt zu tun. Ja, und damit kommen wir doch pünktlich noch zu dem Fazit, was ihr mitnehmen sollt, außer dem Punkt, dass ihr fokussierter sein sollt als die Linie in diesem Vortrag. Jeder von uns ist irgendwann mal betriebsblind und jeder Prozess, den ich angucke, ja, das ist schön für Berater, aber die Wahrheit ist ja, jeder Prozess hat irgendwo was Schwachsinniges und jeder Prozess macht an irgendwelchen Stellen keinen Sinn und kann optimiert werden. Ja, es gibt so Dinge, die kommen häufiger vor, also die Sachen kommen häufiger mal vor. Ja, wichtig ist, ja, da wird der Himmel mir auch zustimmen, der ja auch im Grunde genommen sein Tagwerk damit verbringt, zu hinterfragen, was man tut und zu gucken, macht das Sinn, wie ich das tue, macht es Sinn, das überhaupt zu tun. Ist total wichtig, sollte man machen. Ja, und wenn man dafür Hilfe braucht von externen, dann macht es völlig Sinn, das zu machen. Und klar, wir sind auch Beratungsunternehmen und wir haben auch für bestimmte Dinge, die einfach nicht unsere Kernkompetenz sind, haben wir regelmäßig Beratung im Haus, um uns da helfen zu lassen. Und das ist keine Schande, es ist ein Zeichen davon, dass man die Grenzen der eigenen Kompetenz erkennt. Ja, dass man nicht mehr optimieren sollte, als man reinsteckt, ist klar. Was ich aber trotzdem ganz wichtig finde, das war dann eben kurz der stille Moment, ja, wenn ihr feststellt, und das ist jetzt zu Covid-Zeiten, wir kehren ja jetzt alle erst ganz langsam in die Büros zurück, wenn ihr feststellt, dass Leute nur noch am Jammern sind oder dass Leute ganz, ganz still werden, dann guckt dahin, ja, weil im Endeffekt das Leben ist echt kurz und das Leben ist zu kurz, um sich kaputt zu machen. Ja, und deswegen müssen wir alle aufeinander aufpassen. Und das ist das für mich ungewohnt nachdenkliche Fazit, ja, dieses Vortrags.